Okay. Um noch mal zu überlegen. Vielleicht weiß Willi ja Bescheid. Hallo Willi. Wegen deinem... Ja? Nein. Ich möchte sehr... Können wir Willi nicht einfach heimlich eine überziehen, dass wir ihn zum Labor locken? Das wäre eigentlich die Idee. Wir locken ihn zum Labor. Überwältigen ihn da. Und klauen ihm die Batterie. Okay, da war im Büro war nix. Ich habe keine Ahnung, wozu diese liegen. Haben wir hier nicht irgendwas, um die Batterie aufzuladen oder eine neue Batterie zu bekommen? Das bringt nichts. Davon halte ich nicht. Ach, schade. Davon halte ich auch nicht. Ich glaube, das... Stell dich mal nicht so an. Sieht aus, als... Haben wir hier denn irgendwas? Haben wir noch eine weitere Batterie, oder? Ich würde ihn ungern benutzen müssen. Wir haben auch irgendwie keinen Knopf, der uns notfalls einen Tipp gibt. Es wundert mich immer wieder aufs Neue, wie weit die Technologie fortgeschritten ist. Oh, dann darfst du jetzt die Technik nicht mehr sehen. Es wundert. Man benutzt flüssigen Stickstoff, um etwas bei niedrigen Temperaturen Schock zu befrieren. Die Symbole sind auch ganz interessant. Gummihandschuh, Gummihelm, Schutzbrille, Strahlung? Okay, was können wir einfrieren? Na. Ach, hat doch was, Autoschlüssel einfrieren. Statt ein gefrorenes Schloss im Winter, einen gefrorenen Schlüssel. Na, warum sollte ich das einfrieren? Damit du da länger was von hast? Einfrieren ab in die Tiefkühltruhe? Na, warum sollte ich das einfrieren? Ich hab keine Ahnung. Na, warum sollte ich das einfrieren? Damit es länger haltbar ist? Warum sollte ich das einfrieren? Na, warum soll... Ja, stimmt. Talkumpuder einfrieren. Blöde Idee. Na, warum sollte ich das einfrieren? Die Bücher? Na. Könnte man die danach gegen die Wand schmeißen, hat viele kleine Splitter? Na. Na, warum... Na, warum soll... Nein. Ich möchte meine Hand ganz gern behalten. Ich muss etwas finden, womit ich die Batterie gefahrlos in den Behälter tauchen kann. Hm. Okay, lagen wir hier auf jeden Fall jetzt schon mal richtig. Nein, ich möchte... Ich muss... Boah, umständlich. Wir brauchen eine Stimmaufnahme. Batterie versagt. Wir müssen die Batterie entweder aufladen oder eine neue finden. Da brauchen wir jetzt eine Kelle. Vor allem frage ich mich, was bringt es, die Batterie einzufrieren? Hm. Sie enthalten Samen? Im Moment kann ich... Im Moment kann... Lieber nicht, außerdem... Lieber nicht, außerdem... Ich...
Lieber nicht. Außerdem war... Vielleicht erst die Batterie reinlegen? Das halte... Das bringt... Okay. Da haben wir schon mal nichts. Ich glaube nicht, dass er was hat. Gucken wir uns erstmal da um. Vor einigen Objekten. Ein Wasserspender. Oh. Wie die läuft. Trippel, 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 trippel. Okay, Brians Laufanimation sieht jetzt auch nicht so wirklich super aus, aber... Ich habe kein... Hast du doch gerade gesehen, wofür das ist? Ich glaube nicht, ich glaube... Helium. Vielleicht können wir ja auch Batterie mit Helium benutzen. Ich glaube, dass wir... Sieht aus, als seien alte... Ich sehe hier nichts, was mit... Lacke... Ich möchte... Okay, hier liegt nichts. Da kann ich hier nichts erkennen. Oder haben wir da was übersehen? Was mir ein bisschen komisch vorkommt. Also ich habe jetzt auch schon öfter mal so Stickstoffflaschen gesehen. Unter anderem schon früher im Chemieunterricht hatten wir auch eine. Normalerweise... Ich glaube, ich sollte zum Augenarzt. Ich wollte gerade sagen, normalerweise hängt immer bei der, in der Nähe der Stickstoffflasche meistens irgendwie was, womit man halt die Sachen eintauchen kann in die Flasche oder in den Behälter. Sie erinnert mich an die, die man bei Weinproben benutzt. Sie erinnert mich... Ja, nehmen. Sie ähnelt denen, die bei Weinproben benutzt. Hast du gerade gesagt. Sie ähnelt den. Mal sehen. Ha, und die Batterie wunderbar. Passt rein. Besser als ich dachte. Rein zufällig. Dann frieren wir mal die Batterie ein. Ich probiere mal aus, ob die Batterie einen Teil ihrer Energie zurückbekommt, wenn sie eingefroren wird. Und liebe Kinder, nicht nachmachen. Zumal... Holen wir die Batterie aus der Kelle. Logischerweise ist normal gefroren. Ich hoffe, dass die Batterie das Diktiergerät jetzt zum... Normalerweise in normalen Haushalten hat man ja auch nicht so eine Stickstoffflasche mal eben da rumstehen. Aber wenn ihr da so eine Stickstoffflasche habt, wie gehe ich jetzt auch, dann nicht ausprobieren, ob ihr Batterien einfrieren könnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich gut ist. Jawohl, Sir. Hoffentlich funktioniert das Gerät jetzt. Ich hoffe, dass die Bitte nennen Sie Ihren Namen, um Warum hätte das Diktiergerät nicht direkt in der Hand? Dr. Susan Oliver. Identifizierung positiv. Guten Abend, Dr. Oliver. Denken Sie daran, dass diese Kammer sich in 30 Sekunden automatisch schließen wird. Es hat funktioniert. Ich sollte das nicht. Heute Nacht habe ich so viele Dinge gemacht, die ich nicht hätte tun sollen. Ja, so viele Dinge ausgelassen. Ich hoffe, dass sie keinen Schaden nimmt, weil sie sich außerhalb der Klimakammer befindet. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass da oben auch wirklich so ein Countdown runter geht. Und der die Temperatur immer auf 33, 34 Grad hält. Ich schätze mal Fahrenheit. Der Rubin ist fest eingelassen. Mit bloßen Händen kann ich ihn nicht herausbrechen. Warum solltest du den... Ich glaube, ich weiß, was er vorhat. Hat er nicht noch gesagt...
Mit einem stärkeren Rubin könnte man den Laser verstärken. Aber warum sollte er den Laser verstärken? Er braucht halt ihre Hilfe. Ich glaube, wenn der Laser ein bisschen zu stark ist, ist das nicht gut. Okay. Warum sollte ich... Das bringt... Das bringt... Ich glaube nicht. Vor einigen Objekten befinden sich nummerierte Aufkleber am Regal. Vielleicht geben sie die Reihenfolge für die Restauratoren an. Okay, dann gucken wir mal. Wenn Frau Dr. Oliver fertig ist. Judith! Wie oft will sie die Maske eigentlich noch lasern? Die sieht doch schon ziemlich porös aus. Und ich fühle mich etwas erinnert an den Film Die Maske. Wo Jim Carrey eine Holzmaske, die Maske des Loki findet und dann zu die Maske wird. Vor einigen Objekten bitte. Okay, wir haben hier einen Gorillaschädel, eine Indianermaske. Frau Doktor, würden Sie mich bitte eben aufzählen, was wir da haben? Dann haben wir da eine Steintafel, wir haben Schriftrollen, wir haben irgendwas, was ich nicht identifizieren kann, eine Figur in einem spitzen Teil, einen Ball und eine Kralle. Ich glaube nicht, dass... Boah! Frau Doktor, Sie gehen mir so ein klein wenig auf die Nerven. Wo der Schädel da gerade im Hintergrund, der hat mir schon gefallen mit der Kerze drauf. Oder muss ich das austauschen? In Ordnung. Ich tausche es gegen das erste Objekt, das restauriert werden muss, aus. Fertig. Frau Doktor hat es nicht bemerkt. Oh, wir haben eine Kralle bekommen. Stimmt ja, wir müssen ja irgendwie dafür sorgen, dass sie das Kreuz restauriert. Ich ahne es. Wenn das die Reihenfolge ist, dann kommt gleich das Kreuz als erstes dran. Und er will den Laser stärker machen. Und rein zufällig ist das erste Objekt eine Kralle. Die würde einen hervorragenden Flaschenöffner abgeben. Die würde... Prima Idee. Damit kann ich den Rubin bestimmt aus der Maske heben. Es hat Brian, du bist ein Schwein. Mal sehen, ob ich ihn gegen den alten austauschen kann. Großartig. Ich glaube, dass der Strahl jetzt viel stärker ist. Normalerweise braucht man eine Linse und keinen Rubin, oder? Frau Doktor den Laser benutzt. Fällt doch nicht auf, dass er jetzt ganz scheinheilig da steht. Und Frau Dr. Oliver wackelt mit ihrem kleinen Hintern zum Laser. So. Es hat funktioniert. Frau Doktor, tut mir ja leid, aber ich sah keine Alternative. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Och nö. Hören Sie, Frau Doktor. Und Kettenraucher. Ich sage Ihnen, was wir tun werden. Raucht Sie? Sie arbeiten weiter, als ob gar nichts passiert sei, und ich übernehme das Zusammenfegen der Splitter. Sie werden sehen. Niemand wird Sie vermissen. In 20 Jahren Arbeit habe ich kein einziges Objekt beschädigt. Nicht mal einen Ritz hat es gegeben. Nicht einen Kratzer. Nichts. Nicht heute. Verstehen Sie? Raucht die da? Zwei Zigaretten auf einmal? Boah, ist das eine Kettenraucherin. Er tauscht es. Haben wir denn jetzt mit... Wo hat er den anderen Rubin hingepackt? Soll nicht unser Problem sein.
Machen Sie sie. Das kennen wir schon. Lassen erst uns und jetzt das. Oh, die hat was anderes gesagt. Machen Sie sie. Lassen Sie mich! Mein Leben ist ruiniert! Erst fängt mein Mann eine Affäre mit dieser Doktorandenschlampe Candle an, und darauf schließt sich mein Sohn den Krishna-Jüngern an und verlässt das Haus. Und jetzt das! Wenn ich weder meine Familie zusammenhalten, noch meine Arbeit tun kann, sagen Sie mir, was soll ich dann mit meinem Leben anfangen? Nochmal neu anfangen. Und ausgerechnet heute ist der Kaffeeautomat leer! Aufhören zu rauchen. Eine neue Frisur, vielleicht ein bisschen Schminke, ein bisschen auf das Äußere achten und einfach eine neue Familie gründen und einen neuen Beruf suchen und nicht rumheulen. Oh, der Sohn ist sympathisch. Der ist bei Hare Krishna, er ist der Krishna. Okay, sie braucht Kaffee. Vielleicht ist da ja noch ein Rest drin. Willy, du musst mir helfen. Hallo, Willy. Hey. Ich habe gesehen, dass die... Dann wirst du sie... Das kennen wir auch schon. Deswegen ist... Ich möchte die... Ich weiß nicht, warum mich das immer wieder in diesen Maya-Raum zieht. Eine Teekanne. Ich frage mich, welche Art von... Ja, Tee. Wäre das eine Teekanne? Lieber nicht. Außerdem weiß ich... Sie ist in... Darin wurden bestimmt die Herzen der Opfer, die den Göttern geopfert wurden, transportiert. Oder in den Toneimer. Ich glaube nicht, dass er für den täglichen Gebrauch gedacht war. Es sieht eher so aus, als ob er bei Ritualen benutzt wurde. Vielleicht, um das Blut eines Tieres aufzufangen. Oder eines Menschen. Ich muss zugeben, so eine Maya-Ausstellung mal zu besuchen, würde mich auch reizen. Generell sollte man eigentlich wirklich öfter in ein Museum gehen. Weil man kann einfach ein bisschen was lernen über die Vergangenheit. Man lernt immer wieder was Neues, auch mit den neuen Ausstellungen. Zum Beispiel gibt es... Mensch, wo war das? In Holland. Da gab es ein Museum. Da kommt man so... Das war so auf mehrere Stockwerke verteilt, unter anderem mit einem Glaslift und so weiter. Und da gab es sogar ein Aquarium mit Haien. Mit kleinen Zitronenhaien, glaube ich. Das ist Jahre her, da war ich noch ein kleines Kind. Und da kommt man auch so verschiedene Techniksachen sich anschauen, so der Wandel der Zeit. So technische Sachen aus den 30er, 40ern, 50ern, teilweise 70er sogar dann. Und dann im Vergleich zu heute. Oder eben, als ich da damals im Museum war, als kleines Kind, im Vergleich zu damals. Ich finde es schon erschreckend genug, den technischen Wandel von der Zeit, als ich ein kleines Kind war, bis heute. Ist ja nicht lange her, dass erst die PlayStation 2 rauskam, dann jetzt die PlayStation 3, jetzt schon die PlayStation 4, genauso wie mit der Xbox, Xbox 360, Xbox One. Oder auch mit PCs. Ich weiß noch, mein erster eigener PC, den ich geschenkt bekommen habe von einer meiner Ex-Freundinnen. Das war noch so ein ganz, ganz uraltes Teil. Ich glaube, ja, 90 MHz Prozessor. Mein 8 Megabyte Arbeitsspeicher. Und nur so ein ganz paar Megabyte Festplattenspeicher. Den habe ich auch nicht lange benutzt. Da konnte man gerade noch Anno drauf spielen. Anno 1602, glaube ich, den allerersten Teil. Und Age of Empires hatte ich da drauf gespielt.
noch mit Windows 95. Der nächste Rechner, den ich dann auch von ihr geschenkt bekommen hatte, den hat sie auf dem Dachboden noch gefunden, glaube ich, weiß nicht mehr genau, ist schon ein paar Jährchen her, war dann ein 233 Megahertz, 166 Megahertz Prozessor. Der hatte dann auch schon 16 Megabyte Arbeitsspeicher, ein ganz paar Megabyte mehr Festplattenspeicher. Und ich meine, ganze 4 Megabyte Grafik. Aber vielleicht sollten wir hier nochmal gucken. Seht mal, in der Schale ist etwas, das wie Kaffeebohnen aussieht. Ich nehme sie mit. Vielleicht kann ich hiermit Kaffee für Frau Dr. Oliver kochen. Brian's Hemmschwelle fällt immer weiter runter. Mein nächster, das war dann halt der 166 Megahertz. Da kommt man dann auch Age of Empires 2 auch schon drauf spielen, Anno auch weiter drauf spielen, noch ein paar andere ältere Spiele. Und dann so Vermeer, Baldur's Gate glaube ich auch schon. Da haben dann mein Schwager und ich mal ein bisschen dran rumgebastelt und da konnte man danach den Rechner nicht mehr gebrauchen. Also das ganze Mainboard, das war komplett durchgebraten, es qualmte wie Sau. Wir konnten froh sein, dass wir da nicht den Sicherungskasten mit beschädigt haben. Dann kam mein erster selbst gekaufter Rechner, das war ein gebrauchter. Ein paar Wochen später hat der Laden auch witzigerweise zugemacht. Den habe ich sogar heute noch. Das war so ein kleiner Desktop-Rechner mit Diskettenschlitz, einem CD-Laufwerk, weil wenn ich mal irgendwie die CD brennen wollte, musste ich dann das Laufwerk austauschen. Und einer ganzen 1,18 GB Festplatte mit Windows 98 drauf. Beziehungsweise vorher war da Windows ME drauf. Dann haben wir da Windows 98 aufgespielt und der hatte 64 Megabyte Arbeitsspeicher und ich glaube eine 16 Megabyte Grafikkarte. Was zu dem Zeitpunkt, wo ich den gekauft habe, das war Ende 90er, Anfang 2000 irgendwann. Oder war das später? Ja, das muss so zwischen 2000 und 2002 gewesen sein. Zumindest war das zu dem Zeitpunkt gar nicht so verkehrt. Von den Systemvoraussetzungen her. Aber ich schweife ab. Erstmal geben wir Willi eben den Kaffee und dann kann ich ja weiter erzählen. Willi, ich bringe dir Kaffee, damit du die Maschine auffüllen kannst. Ich weiß nicht. Sieht wie Kaffee aus. Aber es sind Bohnen. Und die verdammte Maschine funktioniert nur mit gemahlenem Kaffee. Ah, Willi. Okay, wir müssen irgendwie den Kaffee auch noch mahlen. Nur wie? Können wir ihn vielleicht lasern? Das wär's noch. Das halte ich. Naja, zumindest mein zweiter Rechner. Da ist eine. Nehmen wir mal mit die Kaffeepackung. Ich weiß nicht. Kann der Kaffeeautomat die Bohnen nicht mahlen? Die Maschine hat vieles. Ich glaube. Ich glaube, das wäre. Mein zweiter Rechner, zweiter selbstgekaufter Rechner. Den habe ich mir dann nagelneu gekauft. Witzigerweise war da nicht mal ein Betriebssystem drauf. Ich weiß gar nicht, ob es die Ladenkette heute noch gibt. Nemak Computer. Der hat mich dann ganze 150 Euro gekostet. Was da wirklich noch ein Schnäppchen war. Der hatte dann vom Werk aus ganze 128 Megabyte Arbeitsspeicher. Ja, Brian. 40 GB
Festplatte und ich glaube 64 MB Grafikkarte, was zu dem Zeitpunkt eigentlich auch echt gut war. Es gab zwar schon bessere, aber das war wirklich noch so, das konnte man für die damaligen Spiele dann gebrauchen. Und dann als dann hier Beyond, ja Brian, ach wie hieß das, Beyond Good and Evil, als das rauskam oder auch als Runaway rauskam, dann konnte man die ganzen Spiele da flüssig spielen. Der hat gereicht für LAN-Partys und wurde später natürlich dann auch noch aufgerüstet. Und den habe ich auch jahrelang benutzt. Und erst dann später kam dann so im Gigabyte-Bereich wirklich Arbeitsspeicher, als dann das Maximum bei dem Rechner ausgereizt war. Weil was ich damit sagen will, ist einfach, es ist wirklich erstaunlich. Ja, Brian. Es ist wirklich erstaunlich, wie kurzer Zeit die Technik einen Riesensprung gemacht hat, allein im Computerbereich. Davon halte ich. Ich glaube, dass... Was soll ich denn? Na schade, ich dachte irgendwie wie so ein Mörser halt. Das bringt nicht. Nee, was ich sagen wollte jetzt einfach, die Technik, die hat so einen Sprung gemacht. Ey. Alleine wenn ich mal vergleiche, die PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. PlayStation 1, als ich die damals gekauft hatte, das war eine technische Riesenerrungenschaft. Aber die Spiele halt noch im CD-Format. Meistens waren die Spiele dann auch so schwarze CDs, was ich eigentlich immer ganz cool fand. Die PlayStation 2, das war dann so schon so ein Riesenschritt nach vorne, dass man da DVDs sogar drauf abspielen konnte. Da konnte man sogar noch die PlayStation 1 Spiele ganz problemlos drauf spielen, dank Memory Cards und so weiter. Dass man die auf den PlayStation 1 Memory Cards sogar die Spielstände speichern konnte. Dann kam die PlayStation 3 mit dem Versprechen, ist abwärtskompatibel. Was aber irgendwie nie wirklich funktioniert hat. Und jetzt die PlayStation 4, habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, weil die mir einfach zu teuer ist. Und andere Sachen mir halt erstmal wichtiger sind. Solange ich einen vernünftigen PC habe, da reicht mir das, dass ich die PlayStation 1 bis 3 habe, dass ich einen PC habe. Und ich muss ja auch nicht jede Konsole sofort haben. Ich glaube, da gibt's genügend, die mir da auch beipflichten würden. Ich habe auch genügend Fälle schon mitgekriegt, wo die Leute dann sich teilweise lieber verschulden, um sich die aktuellste Konsole zu holen, anstatt mal ein bisschen nachzudenken und zu warten, bis die mal ein bisschen günstiger ist. Dann ist man halt nicht immer auf dem aktuellen Stand. So, wir brauchen irgendwas, um einen Kaffee zu machen. In der Schale liegen. Ja, das weiß ich. Können wir die Schale hier irgendwo benutzen? Das halte ich. Nein, das hätte wen. Oder auch, um mal so ein bisschen zu verdeutlichen, den Fortschritt, da könnte ich euch ein gutes Museum empfehlen. Das Eurefus, das ist irgendwo da Richtung Leer. Das ist ein altes Haus. Ich kann auch mal die Internetadresse, kann ich dann mal in die Beschreibung hauen. Das ist ein altes Haus, wo der Besitzer für wirklich einen minimalen Eintritt, also wirklich minimal, hat er ein Museum aus dem Haus gemacht. Im Untergeschoss, im Erdgeschoss, da werden Kaffee und Kuchen angeboten. Man kann sogar eine Dokumentation über das Eurefus da noch gucken. Der Kuchen, der ist ja wirklich lecker. Und man sieht da wirklich alles. Das ist so ein bisschen wie Trödel im Museum in ein. Der sammelt aus alten Bauernhäusern so alte Fundstücke wie Milchkannen, alte aus DDR-Zeiten oder alte Straßenlaternen vom Bahnhof.
Motorräder, Mofas und hast nicht gesehen. Also wirklich, das ist wirklich sehr, sehr interessant, wenn man sich halt mal ein bisschen für Museen interessiert und ein bisschen für Geschichte. Oder was auch, wenn man etwas auf Geschichte, wenn man ein bisschen Geschichte mag, sich damit auseinandersetzen möchte, welches Museum ich auch empfehlen könnte, da bin ich auch sehr, schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr, leider nicht mehr gewesen, ist das Kloppenburger Museumsdorf. Also da ist auch wirklich viel Geschichte, auch deutsche Geschichte. Da sind alte Gebäude aus der, so aus Mittelalterzeiten. Da sieht man mal, dass die Menschen früher auch ein ganzes Stück kleiner waren, also die Betten alleine. Und halt eben, man kann die Probe liegen, die Betten, die Schränke, die waren teilweise kleiner, teilweise sind die auch so groß oder größer als heute, aber halt von den Fächern her auf die kleineren Menschen angepasst. Man kann da Brot probieren, man kann da Brote backen, gibt es zwischendurch Angebote. Vor allen Dingen ist das immer interessant für Schulklassen, dass man da eben das Brot backen kann, wie halt zu der Zeit so, keine Ahnung, 1500, 1600. Müsste ich selber auch nochmal schauen, aus welcher Zeit das halt ist. Man merkt nicht mal, dass ich eine Schale mitgenommen habe. Stimmt, Brian, jetzt wo du sagst. Man merkt nicht. Vielleicht ist im Labor irgendwas. Wir brauchen was zum Zermahlen der Bohnen. Ich würde ihn ungern be- Erstmal. Das bringt. Erstmal packen wir die Maske. Bitte, ne? Dr. Susan Oliver. Identifikation. Es wäre nicht gut, sie ohne Rubin. Klar, aber ohne Rubin die mit durch die Gegend zu tragen, das ist jetzt wieder gut, Brian. Es wundert mich immer wieder. Das ist ein Scanner. Man benutzt die. Können wir den Schock gefrieren? Na. Das bringt. Also worauf ich hinaus will, auf jeden Fall, also nicht nur um aus dem Technikleben, sondern generell mit Fortschritt. Es ist einfach Wahnsinn, wie weit der Fortschritt mittlerweile gegangen ist. Also hätte mir einer vor über 10 Jahren erzählt, dass es irgendwann modern ist, dass die Leute sich dabei filmen, wie sie Spiele aufnehmen, da ein bisschen zu sprechen, ein bisschen zu labern und das auf einer Internetplattform dann hochladen und damit wirklich Geld sogar verdienen können. Oder auch Leute wie Le Floyd, die wirklich so Nachrichten einfach auf ihre Art rüberbringen. Dass man damit wirklich Erfolg haben kann. Hätte mir das einer vor 10 Jahren gesagt. Die Maske in der Mitte gefällt mir. Den hätte ich für bescheuert erklärt, der hätte hier. Lass dich mal einweisen. Ist es voll? Nein. Warum so? Das wird nicht. Wenn ich mal dran denke, 10 Jahren, 10, 10, 15 Jahre ist das her, wenn man dann mal im Internet war. Da hat man vielleicht mal auf einer Seite wie, keine Ahnung, wie Spieletipps. Der behältet. Da hat man da vielleicht mal nach einem Sheet für ein, oh, was ist das? Das erinnert mich an den von Dr. Südo, meinem Zahnarzt. Das erinnert mich. Wo war ich? Kaffee. Ja. Vielleicht kann ich mit dem Schleifer die Bohnen zermahlen. Mit dem Schleifer. Muss ich mal ausprobieren.
immer schön die obere Schicht der Bohne immer weiter abschleifen, bis keine Bohne mehr da ist. Es hat funktioniert. Jetzt ist diese Kaffeesorte. Was ist das? Die Kaffeesorte Anticomaya? Die gemahlenen Bohnen sehen schon mehr nach echtem Kaffee. Okay, Willi, hier hast du was zum Nachfüllen. Willi, ich bringe dir Kaffee damit. Mist, Mann. Bist du sicher, dass dieses Zeug Kaffee ist? Der Beste aus Südamerika. Es ist wirklich ein guter Kaffee. Meine Lieblingssorte. Es ist nicht so, dass ich dir nicht traue, Kollege. Aber ich liebe keine Überraschung. Ich besorge immer ein und dieselbe Marke für den Automaten. Da weiß man, was man hat. Stimmt. Naja, allein der Internetfortschritt. Wenn ich mal denke, ich bin vor 10, 15 Jahren, bin ich vielleicht mal im Internet gewesen, um vielleicht mal, muss ich zugeben, auch mal eine Lösung für ein PlayStation-Spiel raussuchen. Gegebenenfalls vielleicht auch mal so ein Cheat. Oder um einfach mal eben kurz eine E-Mail rauszuschicken oder mit seinen Freunden zu chatten. Wenn überhaupt. Das kam meistens immer noch später. Und jetzt sind eher so Plattformen wie YouTube und Facebook wirklich hochaktuell. Oder Tumblr, Twitter. Dafür gibt es schon wieder andere Seiten, gibt es eigentlich kaum noch oder gibt es noch, aber nicht mehr in dem Umfang. Aber seien wir mal ehrlich, wer benutzt heute noch MySpace? Die meisten Leute, die ich zum Beispiel kenne, die waren früher auf MySpace und sind jetzt alle auf Facebook. Oder auch die VZ-Netzwerke, Schüler-VZ, Studi-VZ und Mein-VZ und wie die alle heißen. Wird auch kaum noch genutzt oder nicht mehr so umfangreich wie früher. Weil halt dieses Teilen, dieses Teilhaben lassen mit der Öffentlichkeit, das Leben teilen einfach immer mehr Trend geworden ist. Da ist eine Leere. In Ordnung. Sie ist leer. Duftet aber noch leicht nach Kaffee. Ich muss sagen, das ist teilweise wirklich schon erschreckend. Dann packen wir den Kaffee mal in die Kaffeepackung. Wenn Willi das nicht will. Das Pulver ergibt genau eine Packung. Jetzt sieht die Kaffeepackung aus wie frisch vom Regal. Ein Pfund Kaffee hat er da jetzt so rausgeholt. Brian, du bist echt gut. Teilweise muss ich sagen, also schon zugeben, erschreckt mich der technische Fortschritt schon. Also, wenn ich mal denke, 2002, so alt ist das von 2002 ist hier Runaway, das ist jetzt 13 Jahre alt. Das war damals noch so eigentlich schon fast wirklich so standardmäßig so für Adventures oder Click-and-Point-Spiele die Grafik. Oder wenn man sich anguckt, Beyond Good and Evil. Was gab's zu der Zeit noch? Ich glaube, Fable kam da auch gerade raus. Der allererste Teil. Das war da noch so ein bisschen Standard. Und wenn ich mir jetzt die Grafik allein von vielen Spielen angucke, dass das schon täuschend echt aussieht. Vor allem so wie bei Skyrim mit den ganzen Mods. Muss ich sagen, finde ich teilweise erstaunlich, teilweise beängstigend. So, weiter Willi, zurück ins Spiel. Ich bringe dir Kaffee, damit du die Maschine auffüllen kannst. Geil, das ist ja meine Hausmarke. Geil, das ist deine Hausmarke, das Digga. Das passt wie Dreck auf die Schaufel. Jetzt muss ich morgen nicht selbst loslaufen. Du hast Glück gehabt, Kleiner. Wolltest du nicht vorhin eine Batterie haben? Ich hole jetzt eine aus meinem Walkman und gebe sie dir. Nein, nein, lassen wir das. Er kann uns nicht weiterhelfen. Brauchst du sie nicht mehr? Na, das macht nichts. Schließlich zählt die Absicht, oder? Ich mache jetzt sofort die Biege, um das verdammte Maschinchen zu füllen. Mach die Biege. Wer sagt denn sowas noch? So, Walkman. Dieser Willi ist wirklich nackt. Ja. Gut. Vielleicht kann ich jetzt endlich Frau Dr. Oliver den Kaffee bringen. Ich werde einen Moment warten, um Willi genug Zeit zu geben, die Maschine aufzufüllen. Oder auch Walkman, so wie... Also dann.
den Willy benutzt. Heutzutage benutzt keiner mehr einen Walkman. Der wurde irgendwann vom Discman und vom MP3-Player abgelöst. Selbst einen MP3-Player benutzen ja kaum noch welche, weil die alle ihre Smartphones haben. Ja, die liebe Technik. Und klasse. Das rote Licht brennt nicht mehr. Ein Brian Basco, der würde sich wundern, wenn der den Vergleich sehen würde, allein dieser Scanner in dem Labor von damals und von heute. Das rote Licht ist ausge... Gut, ich nehme einen. Ich hoffe, dass er wirklich schwarz ist. Dann haben wir jetzt einen Kaffee. Ich muss ihn Susan bringen, damit sie wieder arbeitet. Oh, Brian, ihr duzt euch schon? Ich muss ihn Susan bringen, damit sie wieder arbeiten kann. Und das machen wir in der nächsten Folge.